Am 18. September feiern wir bei uns in der Schweiz den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Das ist ein Tag, der von den Christen sehr bewusst begangen wird, kann man sagen. Aber sonst eher, glaube ich, nicht mehr einen starken Wert hat. Und es gibt immer wieder Initiativen, die eben den Wert immer noch betonen wollen. Es gibt Anlass zum Beispiel im Bundeshaus, wo man sich trifft, so, auch Politiker ein bisschen sensibilisieren auf das Thema oder auch das Gebet. Es gibt aber auch Initiativen, sonst in der Szene der Christen, wo wir jetzt zwei Sachen so ein bisschen beleuchten wollen. Und wir haben dann noch wie so ein bisschen Moment eigentlich voneinander annähern und wie geht man eigentlich um mit diesen vielen verschiedenen Initiativen. Und das nimmt mich Wunder, da vor allem schaue ich mal meinen Erstgast an, den Peter Schneeberger, der das immer wieder erlebt. Da gibt es das, was kommt und das und verschiedenste eben Meinungen und einander immer noch nahe bleiben in dem Sinn. Und die Challenge da drin, den kennst du bestens aus den letzten 2-3 Jahren auch, Peter. Schön, dass du dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ihr habt ja auch eine Leiterkonferenz ausgeschrieben, die gerade kurz vor dem Betttag stattfindet, wo ihr eben das Thema Versöhnung dann auch in den Fokus rückt. Und darüber wollen wir auch ein bisschen mehr erfahren. Okay. Der zweite Gast, den ich herzlich begrüße, ist der Werner Wojwode. Er ist von ein bisschen weiter angereist, hier auf Bern, von Stein am Rhein. Und der Werner Wojwode hat so eine spannende Initiative am Laufen, die viel zu reden gegeben hat, jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, wo du auch mit vielen Leiterinnen und Leitern das Gespräch gesucht hast und einfach etwas hast wollen, rausbringen wolltest, das jetzt am Buß. Dir hat mehr Buß im Vordergrund, aber es ist immer noch der Dank, Buß- und Betttag am 18. eben wie zum Abschluss kommt oder so gemeinsamen Erlebnis, was du hier Gott wirklich tun will. Werner, auch dir, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr gerne gekommen. Ja. Und eben das Spannende ist ja, dir hat das auch so ein bisschen als Vorgeschichte, oder, jetzt von dem heutigen Treffen, dass Werner mal auf dich auch zukommen später und hey, das ist jetzt das, was Gott im Moment will und hey, die sollten doch als Freikirchenverband so und so und so, oder? Wie ist das dann oben? Genau. Ich bin sehr froh, der Werner und ich haben uns diesen Sommer gut miteinander ausgesprochen. Der Werner ist bei uns im Vorstand vom Dachverband Freikirche gekommen mit dem Anliegen von einer Prophetie, die Gott ihm schon vor langem aufs Herz gelegt hat, die sich jetzt aktualisiert hat. Und dann war gerade so die Hochphase von Ausgang von der zweiten Corona-Welle, reingehen in eine dritte. Wir waren auch ein bisschen angespannt gewesen, was das für die Freikirchen heisst, welche Einschränkungen es heisst. Und wir haben gemerkt, wenn wir jetzt gerade so in eine Bußzeit hineingehen, ist das für uns nachgesehen, wir müssen Buß tun, wie wir Pandemiebekämpfung betrieben haben vom Dachverband Freikirchen, wo eher Schwergewicht darauf gelegt hat, auf eine kollektive, also für Freikirchen ähnlich austarierte Pandemiebekämpfung. Und der Werner Kliender in seinem Buch «Notbremsung» so die individuelle Sicht dem Staat gegenüber betont hat. Und dort haben wir Differenzen gehabt und haben das ein bisschen unterschiedlich gesehen. Und das war eben gerade der Moment, wo wir auch angespannt sind, was kommt jetzt, was macht der Staat mit uns. Und wir haben mit unseren Schutzkonzepten, die der Dachverband herausgegeben, ungefähr 1000 Freikirchen erreicht. Also wo ich auch eine relativ starke Krisenkommunikation hatte, kurz, knapp, integer, gleichbleibend und nicht mal so und mal so. Und darum haben wir da ein bisschen Differenzen gehabt, was die Prophetie betroffen hat. So. Genau, aber eben, jetzt können wir wieder lachen. Oder? Im ersten Moment, eben, wenn die Emotionen je nachdem hoch gehen und man vielleicht auf dem letzten Bein sozusagen verwutscht wird, dann ist es dann auch schwierig. Werner, wie hast du das? Also jetzt im Nachhinein eben, wir können wieder lachen, das freut mich ja sehr, entspannt sein. Aber wir sind in dem Zeitraum letztes Jahr, Mai bis ungefähr ja, 6-7 Monate lang, sind wir ja in der ganzen Schweiz unterwegs gewesen, haben circa 100 Leiter besucht, um sie unter anderem eben auch der Freikirchenvorstand
Wir waren auch hier in den Räumen hier. Damals haben wir uns getroffen. Und es ging damals eigentlich nur darum, die Leiter zu informieren, dass wir glauben, gehört zu haben, dass Gott jetzt aktiv werden möchte hinsichtlich seines prophetischen Wortes aus dem 94. Also das ging noch nicht um Leute irgendwo mit reinzuziehen oder an Bord zu holen, sondern lediglich um eine Information. Aber das Ganze ist natürlich vom Zeitpunkt her, wie der Peter schon sagte, sehr brisant gewesen, weil eben erstmal das Büchlein von mir vorher schon bei einigen ziemlich sauer aufgestoßen darüber. Und dann diese Geschichte, die wir da vorgetragen haben. Und kann ich mir gut vorstellen, dass dann der Gedanke nahegelegen ist, bei einigen oder bei euch auch jetzt, das gibt eine Art Abrechnung oder was, oder er will jetzt trommeln, dass wir quasi Buße tun müssen für die Sicht, die wir haben oder hatten, aber ja, zu Corona. Und darum ging es nie und geht es nicht. Es geht wirklich um was anderes. Es geht nicht um eine politische Abrechnung, es geht nicht um eine Meinung über Corona und so weiter. Und das möchte ich einfach auch hier nochmal sagen. Also das ist ja, mir selber ist es eben auch ein Letzthaus, ja. Zuerst, oder? Also ja. Du hast ja auch mehr angekriegt, ja. Drauf, für einen von den, ja. Leitern, die auch hast du wollen treffen. Es ist gerade irgendein Facebook-Post gerade in der, ja. Ähnlichen Zeit von dir gekommen. Sie haben also überhaupt nicht Lust, ja. Über das zu diskutieren, oder? Doch in meinen Augen eine extreme Position, die du hier gerade hast, ja. Rausgelacht. Aber ja. Eben, wir stehen hier, man kann wieder aufeinander zugehen. Ich glaube, das ist ja. Das, was mit dem Talk-Signal. Ja, und ich denke, das ist ja auch unser persönliches Erleben jetzt in dem drin. Ich habe unter anderem durch so Facebook-Kommentare habe ich natürlich Feuer oder Öl ins Feuer gegossen, also wenn man so will. Ich meine, jeder darf seine, nach wie vor stehe ich dazu, seine Meinung haben. Die kann auch unterschiedlich sein, aber wir dürfen wirklich nicht dann dazu übergehen, quasi dem anderen die Liebe zu entziehen, den Respekt und die Achtung und so weiter. Und ich hab da wahrscheinlich auch nicht gerade weise gehandelt, um da diese zwei Positionen eben noch irgendwie da anzufeuern mit meinen Kommentaren. Und von daher bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, als meine Frau mir mal sagte, du, eigentlich heißt ja in der Bibel, wenn ein Bruder was gegen dich hat, dann geh hin und klär das. Ne? Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. So. Und dann hat es mich dazu getrieben, eben den Peter mal anzurufen und auch seine Sicht zu hören und wirklich auch wahrzunehmen mal eins von seinen Erlebnissen. Während der ganzen Zeit war ja, dass er ziemlich Prügel in Anführungsstrichen einstecken musste als Chef quasi, als Präsident der Freikirchen, und dass niemand jemals irgendwie persönliche Gespräche gesucht hat. Und wo ich das dann gehört habe, hat mich das auch nochmal wirklich beschämt. Ich habe auch nie versucht, ihn jetzt persönlich da zu kontaktieren und ein bisschen zu hören, was treibt dich um und wieso und so weiter, sondern ich habe einfach, und ja, da muss ich sagen, das ist nicht der richtige Weg gewesen, und da bin ich wirklich froh, dass wir sprechen konnten miteinander und um Vergebung bitten dass das bereinigt ist, also, und wir uns als wirklich als Brüder in die Augen schauen können. Das ist so unser ganz persönlicher Weg auch hin zu diesem Buß- und Bettag. Das ist nur spannend, finde ich. Ja, genau. Aber und auch die Entwicklung. Weißt du, ich bin ja nach unterwegs mit Leuten, die im Kreis der Vorbereiter sind für den Dankbuß- und Bettag für euch. Und auch die Entwicklung, die ihr durchgemacht habt, mit der Prophetie, die vielleicht vor einem Jahr noch unausgärt war, was jetzt das konkret heisst, und sich das dann irgendwo rauskristallisiert hat und für mich auch eine Nähe gegeben, die ich heute sagen kann, doch, ich freue mich, dass wir am Betttag nicht nur danken und beten, das ist wichtig, aber auch Buß tun. So. Also, da ist auch Entwicklung drin. Und das braucht es ja, gerade bei der Prophetie, dass Leute aus dem Umfeld, Leute, die ähnlich ihrer Leiterschaft oder ihrer Gebetsbewegung drin sind, das noch prüfen, das mit ins Gebet nehmen und schlussendlich wir näher sind dem, was Gott will. Und von dem her freue ich mich. Ich habe mich sehr gefreut über das Telefon. Wir haben es gut ausgesprochen. Und das ist für mich ein guter Augenblick, weil wir ja genau, wir wollen nicht Buß tun, weil Buß da wird, sondern dass wir versöhnt
können leben, versöhnt mit Gott. Den Menschen können die Versöhnung bringen in der Schweiz oder noch weiter raus. Das ist schlussendlich unser Anliegen. Ja, und ihr habt ja auch dazu eben jetzt eine Einladung rausgelassen zu der Freikirchenkonferenz, wo der Titel so ein bisschen war, auch wie seine Idee angekommen oder auch bei uns, was wäre, wenn Versöhnung plötzlich um sich greifen würde. Also das ist aus dem Interview, das du gegeben hast. Und dort müssen wir noch schnell ein bisschen ausholen. Ebenso wie bei dieser Prophetie müssen wir gehen wir auch noch ein bisschen genauer darauf ein, aber eins am anderen. Zuerst das, was dich geführt hat zu diesem Thema. Als am 24. Februar der Krieg ausgebrochen ist, hatte ich den Eindruck, eigentlich die Schweiz auch, die ganze Welt schlittert vor der Corona-Krise ohne Aufarbeitung, in die Ukraine-Krise und jetzt schlittern wir in die Energiekrise. Wir haben so grosse Bäume, die wir nicht mehr handeln können. Und wir schlittern einfach immer rein, ohne dass wir Salz aufgearbeitet haben. Und dann bin ich bei Kriegsbeginn, gerade am gleichen Tag oder einen Tag später, nach Go gereist. Das ist so ein kleines Dorf oberhalb von Montreux, wo eine ganz grosse Friedensbewegung auf der Welt zu Anfang gefunden hat. Dort haben sich Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Adenauer damals und dem Schumann aus Frankreich zusammen getroffen, mit der Haltung, nur veränderte Menschen können Versöhnung leben. Und mir hat das unglaublich begeistert, weil ich dort oben gesessen bin, die Sachen gelesen habe, von Go, von dem Hotel, wo die Konferenz stattgefunden hat. Und dann halt so ein Hoffnungsgebet, dass Gott uns die Versöhnung schenkt nach Corona. Wir nicht einfach weiter schlitteln die ganze Zeit, sondern wie der Aufruf ist jetzt im Dankbus am Betttag, Unterbruch machen, uns Gott öffnen und er versöhnt, wir weitergehen. Ja, du hast ja das auch drin, was das vorher der Werner schon gesagt hat, oder? Ja. Also Unversöhnlichkeit, und da ist zum Beispiel gar nicht möglich, dass man gleich zum Gottesdienst geht und wie nichts wäre. Ja. Und sondern der Tier ist die Bibel eigentlich sehr klar. Das ist es gibt nicht der Weg, dass man einfach offen die Rechnungen so weiternimmt. Oder? Und eben, wir haben klar immer das ausgewertet, was der Freikirchenverband für eine Rolle gespielt hat während der Corona-Zeit. Wir haben uns einfach, irgendwann haben wir einen roten Faden aufgenommen. Der Freikirchenverband ist 1918 gegründet worden aufgrund von der spanischen Grippe und dem Umgang von der Eidgenossenschaft mit der spanischen Grippe. Und da haben wir wie aufgenommen vor 2,5 Jahren gesagt, dort hängen wir an, das ist Auftrag. Das ist das Mandat aus der Geschichte, das Mandat, das uns die Leiter zugesprochen haben von den angeschlossenen Freikirchenverbänden. Und dort gehen wir weiter. Und klar haben wir, das war eine neue Situation, dass der Staat so kollektiv ins persönliche Leben der Leute eingreift, um die vulnerablen Leute zu schützen. Das war außerordentlich neu und schwierig. Also, das ist klar. Und dort haben wir gewisse Sachen versagt, gewisse Sachen haben wir verletzt, gewisse Sachen würde ich heute anders machen. Klar, ja. Und, darum habe ich Buße auch nötig und freue mich auf den Buße und Betttag. Warte aber nicht dorthin, sondern gehe natürlich die versöhnlichen Wege vorher. So. Werner, in deinem Fall, eben habe ich vorhin schon angesprochen, ist es noch das Anliegen, das schon viel länger da ist, also aus der Prophezie, die du bekommen hast, dann im 94. Und dort müssen wir jetzt gerne noch ein bisschen genauer hinschauen, was da passiert ist, dass das nicht so einfach in Luft hängt. Was hast du dort erlebt? Ja, ich habe öfter während meiner Zeit, seit ich mit Jesus unterwegs bin, wie soll ich sagen, ganz intime, tiefe Herzensbeziehung mit dem Vater oder mit Jesus. Sollte man natürlich immer haben, sollte man davon ausgehen. Aber es gibt dann Zeiten oder Momente, wo das einfach in die Tiefe geht. Und in solch einem Moment war das, wo ich jetzt nicht natürlich Wort für Wort so vom Herrn gehört habe, aber wo ich wie den Herzenszustand des Vaters mitempfinden konnte und hinterher dann den Eindruck hatte, ich muss das aufschreiben, was ich da empfunden habe, was der Vater empfindet. Und das ist dabei rausgekommen und habe das liegen lassen eine ganze Weile und habe das immer wieder gelesen, habe darüber gebetet. Aber das kann man das in ein paar Punkten ein bisschen zugänglich machen? Also ist klar, das ist
kann man nachlesen, alles. Ja, ja. Na, es ging darum, dass der Vater wie sein Herz geteilt hat über so wie er das sieht oder empfindet über den Zustand der Christen im Land, in der Schweiz. Und ich sage immer, das ist so eine, man kann es in drei Teile unterteilen, dieses prophetische Wort. Zuerst ist es eine Art Diagnose, die er stellt, wie jemand, der zum Arzt geht und durchgecheckt wird. Und da sagt er unter anderem bekanntes Wort aus der Offenbarung: Ihr denkt, ihr seid reich, ihr braucht nichts und so weiter. Dabei wisst ihr nicht, wie arm und blind ihr seid. Oder ein anderes Wort aus dem Jeremia ist auch in diesem ersten Teil drin. Mich die lebendige Quelle oder die lebendige Quelle habt ihr verlassen und sucht euch stinkende, löchrige Zisternen. Also es ist eine Art Zustandsbeschreibung. Und dann geht es eben über im mittleren Teil quasi so eine Behandlung. Also ich werde handeln, sagt Gott, wenn das geschieht. Also vor allen Dingen hat es auch mit Gebet zu tun. Dass gebetet wird, dass wir das erkennen überhaupt mal, unseren Zustand. Wie manche Patienten, die denken, sie sind gesund, dabei wütet irgendwie unaufhaltsam in ihnen der Krebs oder sowas. Und zum Schluss dieses prophetischen Wortes, dieses Eindrucks, kommt es dann eben dazu, dass Gott eine Verheißung gibt. Also es wird der Tag kommen, sagt er da ganz klar, wenn ihr getan habt, was ich euch gesagt habe, und in den letzten 25 Jahren haben wir einiges machen dürfen. Also es kommt der Tag, wenn ihr gemacht habt, was ich gesagt habe, dass etliche meines Volkes, ich werde etliche versammeln, die werden sich versammeln und sie werden von ganzem Herzen Buße tun und mich anbeten. Und das wird dann dazu führen, dass ich viele Menschen im Land heile, wiederherstelle. Und das wird auch aus der Gemeinde, das ist ein Wort speziell für die Christen, aber das wird aus der Gemeinde, aus der Kirche, wird das reingehen in die Gesellschaft auch. Und dort auch, ich denke nicht in eine Platte, ja, alles wird jetzt erweckt, aber es wird Auswirkungen haben aus der Gemeinde, aus dem Volk Gottes heraus, wird sich das vorwärts bewegen hin in alle Gesellschaftsbereiche. Und dann hast du gesagt, Samuel, das ist nachher ein Titel, irgendwie einfach ein bisschen gelegen und nicht gewusst, ja, wenn kommt das irgendwie zum Abschluss. Und dann hat es eine Aktualisierung gegeben, eben, genau, von dieser Prophetie. Und darum sind wir ja jetzt auch im Hinblick auf den. Genau. Ich meine, das Zitli, das waren 27 Jahre, wo wir nichts damit gemacht haben, außer es 4-5 Mal wieder hervorzuholen und daran zu erinnern. Aber wir hatten nie den Eindruck, wir sollten irgendetwas, wir hätten jetzt etwas machen können, aber hatten wir nie den Eindruck. Also bis wie eben. Ich schaue, wir müssen vielleicht auch mal noch ein bisschen aufschlüsseln. Vor allem auch der Verein Abraham oder ja, so das Netzwerk, das du dort hier ja, hast. Ja. Genau. Ja. Mhm. Ja, und das hat sich eben dann drastisch und fast dramatisch, kann man sagen, geändert letztes Jahr im Januar, als ich allein, ich gehe immer Anfang des Jahres auch ein paar Tage weg, um Gott zu suchen. Und wie out of the blue, also ohne dass ich auch nur einen Gedanken daran hatte, hat er das zack mir vor Augen gestellt. Und jetzt ist die Zeit zum Handeln. Jetzt handle ich im Hinblick auf mein Wort. Und dann sind wir wie immer über verschiedenste Stellen, haben das prüfen lassen, kann das sein, dass Gott jetzt und so weiter. Dann waren wir uns einig und so fing das Ganze dann an, in Bewegung zu kommen. Das war absolut nicht in unserem Fokus oder unsere Idee, aber Gott hat einfach den Zeitpunkt gewählt. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, oh, warum ausgerechnet der Dankbuß- und Bettag? Einerseits ist das ja ein prädestiniertes Datum, aber andererseits ist das so besetzt irgendwie auch von eben Tradition. Ist ja nicht immer schlecht oder was, aber ja, das machen wir jedes Jahr und so weiter. Aber ich denke, Gott möchte wirklich etwas Spezielles machen und uns aufrütteln, wachrütteln, um dahin zu kommen, wo er uns eigentlich hinhaben möchte. Ja, und das ist das grosse Wort, eben, wo jetzt da im Spiel ist, Erweckung, oder? Wo man immer wieder gehört, also seit ich Christ bin, ich habe das vorher ja gar nicht gekannt, wirklich, also ja, so bis 20 und dann haben wir das ist immer so das Thema, die Erweckung, die kommt und jetzt eben hätte ich das wirklich auch wie als das erweckliche Sachen werden passieren an diesem Datum so wie festmacht, das braucht auch erstens Mut, wie verrückt, oder? Dass es so aussieht.
Ja, erstmal braucht es, aber vor allem braucht es Gehorsam. Also wir sind ja gehorsam. Also und dann bin ich auch mutig, wenn es sein muss. Aber was verstehen wir unter Erweckung? Eben, da sind, glaube ich, auch verschiedene Sachen so im Raum oder in unseren Köpfen. Wir kennen natürlich Stories aus der ganzen Kirchengeschichte, erweckungsmäßige Zeiten, und wo der Geist Gottes so mächtig gewirkt hat, dass man die Leute nicht darauf ansprechen, du willst sie nicht und du müsstest doch, guck mal, Evangelium, sondern die Leute sind gekommen, wo kann ich Hilfe haben, was muss ich tun? Also das kennen wir ja. Das ist nicht passé, das glaube ich, das ist möglich und das möchte Gott auch schenken, dass wir, und das betrifft eben auch uns Christen, also ich spreche von uns, nicht von den anderen, von uns, dass wir an den Punkt kommen, da brauchen wir den Geist Gottes zu, um erweckt zu werden. Wir sehen manchmal gar nicht, wo wir uns oder wie weit wir uns von Gott entfernt haben, weil wir so in dem drin sind und meinen es gut und machen es gut. Das will ich nicht schlecht reden, aber auch gerade in so Erweckungsgeschichten, da hat es Christen, die waren 20, 30 Jahre lang nette, liebe Christen, gute Christen, die waren stundenlang am Schreien um Gnade, Herr Gnade, 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 bis sie dann durchgebrochen sind. Also einfach Erweckung in diesem Sinne, denke ich, dass wir zu einem Leben kommen, wünsche ich mir für mich selber, dass ich zu einem Leben komme, wo ich so bereit bin, mein Leben hinzugeben und keine Ansprüche mehr habe, ich will doch auch noch etwas sagen und zu sagen haben, sondern Herr, hier ist mein Leben, es gehört dir, du hast mich zum Leben gebracht, du hast mich durch deinen Geist nochmal erweckt, aber erweck mich auch dahin, dass ich bereit bin, ich, wie der Paulus sagte, ich will leben, sondern Christus in mir. Und das wünsche ich mir wirklich zutiefst, nicht nur für mich, sondern für die Christen im Land. Vielleicht kann ich da noch gerade anhängen, weil bei dem Stichwort, das du gesagt hast, ich bin Gott gehorsam gewesen bei der Prophetie. Ich merke, dass mein Gehorsam ja täglich herausgefordert wird. Ich bin täglich auf dem Weg mit Jesus, in der Nachfolge von Jesus und betone das als er, der täglich Nachfolge mit Jesus. Weil der nächste Tag hat seine eigenen Sorgen und so weiter und diesen Tag gehe ich mit Jesus. Wenn ich dann in dieser Haltung weitergehe, täglich mit Jesus unterwegs bin und dann zurückschauen auf die täglichen Schritte, die ja nicht spektakulär sind, sondern das ist meistens einfach ein gleicher Lauf wie gestern, ist heute auch wieder, dann stelle ich plötzlich fest, im Nachgang, wenn ich 10 Jahre zurückschaue, hat es so Momente gegeben von der Wachstumsexplosion oder Erweckung. Und ganz häufig erkenne ich die erwecklichen Schritte erst im Nachgang. Und die haben manchmal gar nicht so viel zu tun mit auch manchmal mit der Sehnsucht, mit dem Gebet, aber ich sehe, dass einfach Gott grösser eingegriffen hat. Darum ist es für mich immer eine Kombination von beidem. Ich gehe die täglichen Schritte mit Jesus. Täglich und gleichzeitig die Hoffnung, dass so erweckliche Explosionsschritte passieren. Ja. Aber die sehe ich ganz häufig erst im Nachgang. Und jetzt aus den Warten vom Pastor, wo viele Leute begleitet, merke ich, wir müssen beide Sachen betonen. Sonst überfordern wir mit den Leuten. Sonst hecheln die immer, um das jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, dem Wunsch, der Sehnsucht nachher, ich müsste besser sein, ich müsste heiliger sein, ich müsste das sein, ich müsste perfekt sein, ich müsste sündlos sein. Und vergessen ganz den täglich dankbaren Weg mit Jesus. Und für mich ist es eine Kombination. Mhm. Und ganz häufig sehe ich im Nachgang, boah, das war eine wirkliche Zeit, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Gross. Aber dann ist der grosse Schritt zum Beispiel in meinem Dienst passiert oder in meinem Umfeld oder in meiner Familie oder in meinem Herzen. Ja, du, das kann ich nicht widersprechen und will ich auch nicht. Aber es ist der Zustand, den ich wahrnehme, ist eben so, dass bei vielen Christen der Schritt nach vorne eben gar nicht da ist. Also jetzt nicht die nach vorne zu peitschen oder irgendwie einen Traum nachhecheln, aber diese Sehnsucht, die, denke ich, im Herzen Gottes selber entspringt. Ja, eben, es geht ja gar nicht um Spektakuläres, das will ich gar nicht, darum geht es mir gar nicht, sondern wirklich die Bereitschaft, wie in der Apostelgeschichte, wie wir das und eben in der Geschichte auch so oft gelesen haben, gehört haben, einfach sein Leben hinzugeben für das, was er möchte. Ne? Also das im Kollektiven, aber auch natürlich im Persönlichen. Ja. Eben, das kann ich jetzt nur sagen, dort hier ist ja jetzt auch noch ein bisschen eine Unterscheidung. Oder? Peter, du hast jetzt mehr von deinem
Persönlichen so geredet, oder? Also wenn man das eigene Biografische anschaut, wo das passiert und dann dieses, geht das Volk an, das Volk Gottes, oder? Das, was jetzt dir im Hinblick auf einen Dank, Buß und Bettag eigentlich initiiert hat. Also, wir sind gespannt, also wirklich, was Gott will tun jetzt durch den Tag. Vielleicht können wir an diesem Punkt, kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Was ist jetzt für das Kollektiv der nächste Auftrag oder der wichtigste Schritt in der aktuellen Zeit? Und das heisst ja noch lange nicht, dass wir unterschiedliche Sichtweisen auf das Reich Gottes oder persönliche Freundschaften haben und so weiter. Nein, also natürlich. Aber es nicht auch würde feiern, wenn es so kommt. Ja, sicher, total, der Freude. Total. Ja, ich meine, das eine bedingt ja das andere. Also wir müssen ja persönlich diesen Weg gehen, um dann das auch im Kollektiv erleben zu können. Also das geht ja gar nicht anders. Also was, oder das ist ja auch ein bisschen, im letzten Büchlein, und das hast du jetzt angesprochen, der geistliche Zustand und wo sind wir dort. Und das sind ja wirklich Fragen, die alle beschäftigen. Jetzt gehen wir gerade auf LiveNet vor kurzem berichtet über den Willow Creek Leitungskongress. Und dort hier auch die Startsession von Professor Michael Herbst hat mich sehr spannend gedacht, oder? Wo er darüber geredet hat, über den Zustand von Kirche, der wirklich zum Teil tot ist. Aber Jesus hat Erfahrung damit, wie tot es wieder lebendig wird. Oder? Er hat das Hoffnungswort reingebracht, oder? Dort hier rein. Und auch eben das. Der Tier hat die Zerstrittenheit von den Christen noch einmal erwähnt, wo man einfach einen Skandal findet. Also, ganz viele Köpfe überlegen sich, was ist echt das? Wir wollen raus aus einem gewissen Zustand. Ja, ja und also in dem Zusammenhang kommt mir manchmal oder öfter die Geschichte vom David, König David, in den Sinn, der ja ein gesalbter Mann Gottes war, eingesetzt, berufen und tolle Sachen gemacht hat. Und dann hat er diesen Ehebruch begangen, den versteckten Mord noch. Und dann kam der Nathan, der Prophet, und hat ihm dann versteckt so die Geschichte erzählt und wie empört er war, wie also den müsste man und so weiter. Und dann sein Erschrecken, als der Nathan sagte, du bist dieser Mann. Und uns geht es oftmals auch so. Wir merken es gar nicht, wie weit wir uns entfernt haben von Gottes Maßstäben, von seinem Herzen, von seiner Liebe. Und er muss uns, ich denke, es soll wie in dem Sinne auch Erwachen geben. Du bist dieser Mann, ich bin dieser Mann, du bist diese Frau. Du bist meine Tochter und du bist mein Sohn, aber du bist dieser Mann. Und ich will das verändern, wie in David, dass wir eine Art heiliges Erschrecken dürfen auch, aber dann auch wieder David Buße tun dürfen. Und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war nicht out, sondern, aber wir müssen das erkennen. Und manchmal sind wir wie blind dafür. Jawohl. Total spannend, das ein bisschen zuzulassen, dem Raum zu geben. Das war vor allem auch mein Ziel, als ich so die Anfrage gestartet habe, an euch beide, einfach mal zu sagen, doch, aber wir ringen ja dort hier drinnen, immer wieder, oder? Und wollen Gottes Willen erkennen. Und das ist alles das Verbindnis. Ja, aber lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen konkret an diesen beiden Terminen einfach noch vorbeigehen. Was ist jetzt dort, wo ihr auch erhofft, erwartet? Du bist der Kopf von dem Leiterkongress oder der Leiterkonferenz in Bern, die am 16. September durchgeführt wird. Peter, was erhoffst du dort hier dir von diesem Tag? Wir hatten vor einem Jahr eine Leiterkonferenz, wo wir Beter, prophetisch begabte Leute eingeladen haben, mit 50 Leuten zusammen. Genau das angeschaut haben, was du beschreibst, und auch zusammen gebetet haben für eine gemeinsame Sicht für die Schweiz. Auch Buß da haben gedankt, gebetet haben miteinander. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen diesen Kreis noch erweitern. Jetzt in der nächsten Leiterkonferenz, das sind die Leiterinnen und Leiter von den Freikirchen mit dabei, also die Hauptleiter, wo wir einladen und sagen, wir wollen die Hand bieten zur Versöhnung. Wie wir jetzt das können machen diesen Sommer. Ich freue mich extrem, dass das so stattgefunden hat. Und wir wollen nicht irgendwo ein politisches Gremium als Leiterkonferenz oder irgendein Verwaltungsgremium oder was auch immer, sondern wir müssen eine geistliche Leiterschaft sein, die Versöhnung lebt. Veränderung fängt immer bei mir an. Das ist, ich kann nicht irgendjemandem sagen, du musst dich verändern. Das muss bei mir an. Und wir haben sicher 100%ig Fehler gemacht in der Pandemiebekämpfung und auch sonst. Und wir haben Leute, die nicht mehr in eine Freikirche kommen, weil sie sich
verletzt worden sind oder gedrückt worden sind oder stigmatisiert worden sind oder was auch immer. Und denen möchten wir die Hand bieten, dem 16. Merci. Die gleiche Frage zum Schluss auch noch an dich, Werner. Dann geht zwei Tage später, oder? Das ist ein neuer Anlass, ein Tag mit dem Bus-Tag. Wie nennt ihr das genau? Bußinitiative oder so. Ja, es gibt gar keinen richtigen Namen dafür. Also keine Erweckung ohne Buße steht ja auf der Webseite. Aber eben, ich möchte das auch nicht an einem Titel festmachen irgendwie. Genauso wenig wie an. Natürlich ist einer dann die Ansprechperson, das bin ich jetzt meistens, aber es ist eben, das muss ich auch immer wieder klarstellen, es ist nicht meine Initiative, auch nicht unsere vom Abraham, sondern da ist ein, seit letztes Jahr, seit das begonnen hat, ist ein, ich nenne sie Wegbereitergruppe von ca. 30 Leuten zusammen, die einfach Gott suchen, miteinander beten, austauschen immer wieder. Und also das ist nicht ich, der sagt, so jetzt machen wir das und das und alle, sondern wir ringen darum, wir suchen, wir warten und so weiter. Und wir erwarten natürlich schon, dass Gott etwas tut, nicht jetzt explizit nur an diesem Tag, das ist auch klar. Er ist ja dran. Was bei uns passiert ist, das passiert überall im Land auch, dass Versöhnung geschieht, dass Gott erstmal Dinge aufbrechen lässt, dass wir sie erkennen, darüber dann auch erschrecken oder auch nicht erschrecken, aber dann Dinge tun und Vergebung. Also das läuft ja alles schon. Und wir wollen das natürlich nicht auf einen Tag jetzt reduzieren oder auf diese neunte Stunde, aber Gott hat wirklich so geführt, dass das Datum auf dem eidgenössischen Dank, Buß- und Bettag liegt und wir auch Zeit haben für Dank und auch für, also für Bitte dann vorher oder später, aber in dieser neunten Stunde von 15 bis 16 Uhr, da ist der Schwerpunkt Buße. Und da sind wir selber gespannt, was dort passieren wird, wie Gott, ob er da was Spezielles macht, aber dass er was machen wird oder dran ist, schon etwas zu machen und natürlich auch über den 18 hinaus. Es ist nicht so jetzt Ende, sondern das ist eine Bewegung, die nicht aufzuhalten ist, hoffe ich. Und von Gott selber initiiert und durch den Geist Gottes wirklich auch am Leben erhalten bleibt. Ja. Und wo ja eigentlich jetzt schon einiges bewegt hat, könnte man sagen, ja, ja. Also auf das Thema her, gewisse und ja. Ja, ich denke manchmal, vielleicht war das mit eines, was kann man der Corona-Krise schon Gutes abgewinnen, aber vielleicht war das das Gute darin, dass Herzenshaltungen auch ans Licht gekommen sind, also unsere eigenen und so weiter. Und wir erkannt haben, oh Mann, du, da bin ich noch, da stehe ich noch, dazu bin ich noch fähig, in Gedanken oder auch in Worten und so weiter. Also in dem Sinne eigentlich auch was Gutes letztendlich, eine Herzensprüfung. Und damit dann vor Gott zu gehen, dann ist das eigentlich eine segensreiche Geschichte. Ne? Da sind wir auch wieder beim David, der das leitet hat, oder? Prüf mein Herz. Genau. Ich glaube, mit dem können wir sehr gut hier den Abschluss machen in unserem Talk. Auch eigentlich mit dieser Herzensprüfung, die ja, gerne wieder ein guter Moment ist dafür. Und jetzt geht vielleicht speziell auf diesen Tag oder auf die Konferenz. Danke vielmals euch beiden, dass ihr das auch preisgegeben, offengelegt, euren eigenen Weg, euren Streit, der Versöhnung mehr so können stattfinden. Finde ich sehr schön. Ja, wir hoffen, dass es motivierend ist. Jetzt sind wir aufgewärmt, oder? Ja. Für Mitte September. Ja, danke auch euch für euer Interesse an diesem Talk heute. Und eben, ihr habt alle Angaben zu diesen Veranstaltungen die auch im Videobeschrieb oder auch auf LiveNet. Gibt es natürlich in Artikeln auch noch weiterführende Informationen, selbstverständlich. Danke, dass ihr heute auch noch darauf eingeladen habt, auf das Gespräch, auf das, was hier abgegangen ist, bei uns drinnen. Und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dann, alle miteinander. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.